Ethiosa. Ihr habt heute gemacht, was ihr machen sollte, gewonnen. Ja. Leider hat es nicht geklappt. Hat leider nicht gereicht, nein. Aber das war ja klar. Unser Ziel war einfach, 3 Punkte nochmal holen zum Abschluss, nochmal zeigen, was wir können. Und dann den Rest konnten wir ja leider nicht beeinflussen. Deswegen ist das so. Wie schaut ihr nach der Saison zurück? Ihr habt ja fast den ganzen Jahr in den Top 2 gestanden. Ja, also unser Ziel war ja besser zu sein als letzte Saison. Das war ja war der 7. Platz und das haben wir eindeutig geschafft. Mhm. Also können wir eigentlich schon stolz sein auf uns. Ist halt schade, weil wir so gut gestartet haben und auf dem 1. Platz waren lange und dass wir jetzt mit dem 3. aufhören mussten, das ist halt schade und das macht uns schon traurig. Aber Für dich fängt es ja erst an, nun kommt die EM nach Holland. Da sitzt eine Gruppe mit Frankreich, Island und Österreich. Wie sehen Sie die Gruppe? Ich glaube, die Gruppe ist ziemlich ausgeglichen, also Island, Österreich und wir und halt klarer Favorit Frankreich. Wir müssen einfach gegen Island und Österreich alles abliefern, so dass es halt gegen Frankreich nicht mehr um die Entscheidung geht. Also das ist halt unser Ziel, ja. Zweites Jahr sowieso ein Land, das sich enorm gesteigert hat die letzten 2 Jahre. Martina wird wahrscheinlich auch was damit zu tun haben. Ja, da ist ein ganz neuer Wind in der Schweiz, ne? Genau. Das, ja. Dann, wie geht es nun weiter? Ihr habt noch ein Testspiel gegen England und dann ist Vorbereitung völlig auf die EM. Genau, ja. Wir haben jetzt noch Pause 2 Wochen und dann geht es wieder zur Nazi und weiter mit dem Spiel gegen England. Und dann kommt irgendwann mal der Kader raus und dann geht es zur Euro. Okay, und ich viel Glück hoffentlich auf dem Kader und wir sehen uns beim Spiel in England. Danke.